überlegt beim Lernen mit Musik. Hallo zusammen, ich bin Hans-Jürgen und begrüße euch herzlich zu meiner Podcast-Serie über Lernsongs, die heißt Coachen, Lehren und Lernen mit Musik. In Episode 1 hatte ich die Grundlagen für das Lernen mit Musik vorgestellt. Heute möchte ich euch in Episode 2 mit Beispielen den Umgang mit Lernsongs erläutern. Dazu habe ich zwei Themen ausgewählt, und zwar Rock'n'Roll Pythagoras für den Mathematikunterricht im Gymnasium, Resilienz, mentale Kompetenz für ein Weiterbildungsseminar. Warum gerade diese Musik? Rock'n'Roll soll die Klasse für den Unterricht wach und aufnahmebereit machen. In einem Seminar eignet sich auch ein anderer Musikstil gut, zum Beispiel Swing. Mit einem Swing lässt sich das Thema Resilienz schwungvoller vermitteln. Beide Songs haben einen Refrain und mehrere Strophen. Sie transportieren die wichtigsten Botschaften aus dem Bildungsthema im vertonten Text. Jeder Songtext enthält Kernbotschaften und Schlüsselwörter, die als Anker am besten in Reimform gefasst sind. Sie erschließen das Thema schrittweise. Aus dieser Reihenfolge von Sätzen ergeben sich die Strophen des Lernsongs. Die Quintessenz aller Inhalte wird zum Refrain. Der Lernsong, der das jeweilige Thema anreißt, steht immer am Anfang einer genaueren Erörterung. Er ist für sein Thema sozusagen das musikalische Leitmotiv. Und das funktioniert für jedes Thema. Hört doch mal rein in das erste Beispiel und merkt euch die festgestellten Botschaften oder notiert sie. Rock, rock, Pythagoras, dein Satz für rechtwinklige Dreiecke, nützt der was? Zur Berechnung steht eine Formel parat, die heißt A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Sind zwei Längen im Dreieck mit rechtem Winkel bekannt, die noch fehlende Länge aus der Formel man berechnen kann, sind die Katheten A und B gegeben, folgt aus der Formel die Hypotenuse C mal eben. Wenn die Katheten A und B den rechten Winkel bilden gegenüber der Hypotenuse C, muss er dann auch liegen. Setzt man bekannte Seitenlängen in die Formel ein, kann die Gleichung im rechtwinkligen Dreieck erfüllt sein. Rock, 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 Pythagoras, dein Satz für recht rechtwinklige Dreiecke, nützt der was? Zur Berechnung steht eine Formel parat, die heißt A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Zu bestimmen die Originale eines Bildschirms geht gut, erst die Quadrate der Katheten summieren nur Mut. Aus der Summe der Quadrate nun die Wurzel ziehen, es folgt die Länge der Diagonale, du wirst sehen. Hätten wir unser Beispiel C und A parat, heißt die Gleichung C Quadrat minus A Quadrat gleich B Quadrat. Die Wurzel zu ziehen ist jetzt nicht mehr schwer, das Ergebnis gibt die Kathetenlänge B nun her. Sind denn auch praktische Anwendungen für Pythagoras da, wie das Aufstellen einer Leiter an der Wand? Oh ja! Die Länge der Leiter als Hypotenuse C ist da, Abstand zur Wand oder Stellhöhe ausrechnen, das ist klar. Passt ein liegender Stand beim Aufrichten in das Zimmer rein? Lässt sich vorher mit der Formel klären, ist das nicht fein? Auch beim Baumfällen ist die Anwendung des Pythagoras gut, damit beim Umfallen nichts fällt auf den Hut. Rock, 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 Pythagoras, dein Satz für rechtwinklige Dreiecke, nützt der was? Zur Berechnung steht eine Formel parat, die heißt A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Ob ein Dreieck einen rechten Winkel hat, checken wir mit A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Wenn die Katheten die Werte haben 3 und 4, ist die Gleichung nur erfüllt mit C gleich 5 dafür. Mit der Methode lässt sich ein rechter Winkel abstecken im Baugelände mit Maßband, Seil und drei Flöcken. Als Maurerdreieck dieses Vorgehen ist bekannt. Pythagoreisches Dreieck allgemein auch genannt. Rock, 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 Pythagoras, dein Satz für rechtwinklige Dreiecke, nützt der was? Zur Berechnung steht eine Formel parat, die heißt A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat.
Wie wir gehört haben, liefert der Refrain im Lernsong Pythagoras als Quintessenz die pythagoreische Formel und ihre Gültigkeit nur für rechtwinklige Dreiecke. Die Inhalte in den vier Strophen haben eine Reihenfolge, beginnend mit Hinweisen, was sich mit der Formel alles anfangen lässt. Man kann zum Beispiel Seiten in einem Dreieck berechnen oder einen rechten Winkel in einem Dreieck nachweisen. In den weiteren Strophen folgen Anwendungsbeispiele für den Satz von Pythagoras. Eines davon verdeutlicht, wie man eine Leiter an die Wand stellen muss, damit sie sicher steht und so hoch wie möglich reicht. Auch der Beweis des Satzes von Pythagoras könnte im Lernsong berücksichtigt werden. Die dazu nötige Anzahl der Strophen wäre aber für den normalen Lernsong zu lang. Wenn es um möglichst viele Lerninhalte geht, bietet sich als Musikstil der Rap an. Wenn ihr Lust auf ein Beispiel habt, klickt euch in die Songplattform meiner Website www.learnwithmusic.net rein und erlebt den Rap zur Leichtbaukonstruktion. Jetzt zur Frage, wie es nach der gesungenen Einleitung, durch die das Thema angerissen wurde, im Unterricht weitergeht. Als nächstes ist es sinnvoll, die Klasse zu fragen, wie der Lernsong auf sie gewirkt hat und welche Botschaften sich verankert haben. Haltet die Aussagen dazu unbedingt sichtbar fest, zum Beispiel auf einer Tafel oder einem Whiteboard. Nun wird der gesamte Songtext für alle sichtbar angezeigt und mit den aufnotierten Stichwörtern abgeglichen. So werden schon gefundene Inhaltsaussagen ergänzt und verknüpft. In Diskussion mit den Zuhörern werden sie erinnert, interpretiert und vertieft. Wer dann den Song noch im Kopf hat oder ihn später wieder hört, kann auch dieses Vertiefungswissen mit abrufen. So wird das Lernen nachhaltig und funktioniert als Handlungsorientierung. Der gesamte Soundtrack oder Teile davon, wie zum Beispiel die Strophen oder der Refrain, lassen sich in einer Unterrichtsstunde zur weiteren Belebung der Zuhörer einsetzen, wie zum Gedächtnistraining und zum Hochhalten der Emotion. So ergibt sich ein Dreiklang von Spaß, Emotion und nachhaltigem Lernen. Wenn die Zuhörer Lust haben, können und sollten sie gerne mitsingen. Jetzt lässt sich die Vertiefung im Unterricht strukturieren. Wer vorträgt, sollte gemeinsam mit den Zuhörern alle bisher vorgetragenen und festgehaltenen Einzelbotschaften zu einer logischen Gliederung verknüpfen. Das macht klar, wie der weitere Unterricht ablaufen soll. Dieses gemeinsame Erarbeiten führt dazu, dass das Erlebnis des Lernstoffs noch nachhaltiger wird, was die Behaltensrate der Inhalte weiter steigert. Was für diese Art von Unterricht gilt, lässt sich gut auch auf andere Bildungswege übertragen, wie zum Beispiel auf ein Seminar für das aktuelle Thema Resilienz. Hört doch mal rein in den Lernsong Resilienz, mentale Kompetenz, für den ich die Musikrichtung Swing gewählt habe. Resilienz, mentale Kompetenz. Sprichwort sagt, was uns nicht umbringt, macht uns stark. Heute ist das mehr denn je gefragt. Schwierige Lebenssituationen zu meistern sind wichtige Qualifikationen, beruflich oder auch privat. Resilienz, mentale Kompetenz, das ist der Weg zur Belastbarkeitspotenz. Resilienz, mentale Kompetenz, psychologische Stärke, oh ja, wird zur Exzellenz. Was müssen wir denn machen, um Resilienz zu schaffen? Denn wir sind doch nicht alle gleich. Kompetenz und Fähigkeiten haben doch Vielfältigkeiten.
wie geht denn nun dieser neue Weg? Resilienz, mentale Kompetenz, ja das ist der Weg zur Belastbarkeitspotenz. Resilienz, mentale Kompetenz, psychologische Stärke, oh ja, wird zur Exzellenz. Resilienz, wunderbar, mentale Kompetenz, oh ja, ja, ja. Beruflich und privat, na das ist klar. Denn jeder Mensch hat das Potenzial, sich zu stärken, auch emotional. Sieben Eigenschaften als Fundament der Resilienz geschaffen. Optimismus, Akzeptanz, Zukunftsplanung sind schon drei. Opferrolle unbedingt verlassen, Verantwortung nicht mehr auslassen. Netzwerk und Lösungsorientierung sind ebenso dabei. Ja, Resilienz, mentale Kompetenz, das ist der Weg zur Belastbarkeitspotenz. Resilienz, mentale Kompetenz, psychologische Stärke, oh ja, wird zur Exzellenz. Eigenschaften, je Person unterschiedlich sind beschaffen. Potenzial zur Verbesserung ist bei allen Menschen da. Emotionale Stabilität zu erreichen, allgemeines Wohlbefinden auszugleichen. So kommen wir in schwierigen Situationen besser klar. Ja, Resilienz, mentale Kompetenz, das ist der Weg zur Belastbarkeitspotenz. Resilienz, mentale Kompetenz, psychologische Stärke, oh ja, wird zur Exzellenz. Mentale Stärke zu verbessern, ja das bringt Kompetenz. Bin überzeugt von Resilienz. Haben euch die Schwingungen aus dem Lernsong Resilienz mentale Kompetenz erfasst? Er funktioniert zunächst genauso wie im Beispiel Pythagoras. Hier nochmal die wichtigsten Schritte. Zuerst wird der komplette Songtext vorgetragen, dann die enthaltenen Stichworte gemeinsam mit den Zuhörern gesammelt und notiert. Nach dieser Diskussion lässt sich aus den gewonnenen Erkenntnissen eine logische Gliederung für die weitere Vertiefung des Seminars ableiten. Anders als bei größeren Klassenstärken ist in kleineren Seminaren eine persönliche Ansprache der Teilnehmer besser möglich. Situativ eingefügte Wiederholungen und Aufgaben, in denen die Gruppe eigene Textbeispiele und Refrains kreiert, beleben das Seminar und lassen so manchen Lacher entstehen. Das verstärkt die Wirkung von Lernen mit Musik weiter. Ja, liebe Freunde, am Ende dieser Episode verstehen wir besser, wie das mit Lernsongs im Unterricht oder in Seminaren funktioniert. Deshalb werden wir in weiteren Episoden auch weitere Anwendungen vorstellen. Auch auf Fragen, die oft gestellt werden, gehen wir dann gerne ein, und zwar: Welche Wirkungen die unglaublichen Kräfte der Musik entfalten? Wie konkrete Lernsongs in anderen Bildungsbereichen funktionieren? Ob die Lernhilfe Musik neu ist oder schon seit Jahrtausenden erfolgreich eingesetzt wird. Aber auch, wie die Unterstützung durch Musik beim so wichtigen, lebenslangen Lernen funktioniert. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu können bei einer der weiteren Episoden zum Podcast über Lernsongs mit dem Titel Coachen, Lehren und Lernen mit Musik. Wenn ihr Interesse am gleichnamigen Buch habt, könnt ihr es beim Verlag Barbara Budrich, beim Buchhandel oder bei Amazon erwerben. Alles Gute und hoffentlich bis bald, euer Hans-Jürgen.